Es ist ein medizinisches Wunder. Ärzten im Universitätsklinikum Jena ist es zum ersten Mal gelungen, ein Hühnerauge erfolgreich von einem Fuß auf den anderen zu transplantieren. Der Patient befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Unsere Reporterin Gila Thielicke weiß mehr dazu. Ja, es ist eine fantastische und gleichermaßen erlösende Nachricht für alle Betroffenen. Neben mir liegt der lebende Beweis dafür, dass eine Hühneraugentransplantation tatsächlich möglich ist. Herr Woskowski, eine Frage interessiert uns hier alle brennend. Wie fühlen Sie sich gerade? Ich bin wirklich erleichtert. 5 Jahre lang habe ich mit dem linken Fuß kaum auftreten können. Jetzt ist das zum Glück vorbei und der rechte Fuß scheint das Gewebe wohl angenommen zu haben. Dr. Valderius, Sie haben die Operation geleitet. Wie dürfen wir uns einen derart komplizierten Eingriff vorstellen? Ein Hühnerauge zu entfernen ist ja nicht so schwierig. Ist ein relativ leichter Eingriff. Die Schwierigkeit besteht darin, das Hühnerauge wieder einzupflanzen. Das heißt, das Gewebe so in das Umfeld zu implantieren quasi, dass die Blutgefäße wieder an das Hühnerauge andocken, sodass keine sogenannte Nekrose entsteht und das Hühnerauge am Ende abstirbt. Wie geht's jetzt weiter? Wann wird das Hühnerauge am neuen Fuß voll angewachsen sein? Wenn alles gut geht, und davon gehen wir im Moment mal aus, wird das Hühnerauge am rechten Fuß schon in wenigen Wochen so schmerzen wie vorher am linken. Moderne Medizin und Reha-Maßnahmen machen es möglich. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ihnen weiterhin gute Besserung, alles, alles Gute. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Vielen Dank nach Jena. Die gesamte Postillon 24-Redaktion wünscht weiterhin gute Genesung.